Hallo, ich bin hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin und ich erlebe jeden Tag prekäre Beschäftigungsverhältnisse in den Betrieben und vor allen Dingen auch, wie betriebliche Mitbestimmung immer wieder zerstört wird von Arbeitgebern. Es ist aber eine ganz wichtige Basis für uns, die Linke auch unbedingt noch bearbeiten muss und dort andocken muss. Unser Ziel muss es sein, dass wir wieder wie 1920 die Wirtschaftsdemokratie in den Betrieben haben. Damals durfte ein Arbeitgeber nicht ohne das Votum der Beschäftigten zum Beispiel Kündigungen aussprechen oder einen Betrieb ankaufen. Das war alles abgedeckt von dem Votum der Beschäftigten. Das wurde dann durch die Nazis zerstört, dieses System. Und 1952 wurde es nicht wieder vollständig aufgebaut. Uns ist aber wichtig, dass wir wieder zur Wirtschaftsdemokratie kommen. Und die betriebliche Mitbestimmung ist unglaublich wichtig.